alle Jahre wieder. Es glitzert und duftet. Lichter überall. Soweit, so gut. Aber die meisten Menschen in Hannovers Innenstadt sind hier nicht nur zum Genießen, sondern auch auf Erledigungstour. Ich habe noch kein einziges Geschenk gekauft. Ich muss alles noch erledigen, weil ich es alles vor mich hinschiebe. Irgendwie hat man auch das Gefühl, dass die Freunde gerade zu Weihnachten sich alle mit einem treffen wollen, auf den Weihnachtsmarkt gehen. Und das dann alles unter einen Hut zu bringen, ist manchmal nicht so einfach. Ich mache das alles früh genug. Weihnachten kommt nicht plötzlich. Und von daher mache ich mir da früh genug so wenig Stress wie möglich. Komplett der Stress, aber eher was so die Uni betrifft. Dadurch aber eben auch der Weihnachtsstress, weil man durch den ganzen Uni-Stress dann nicht zu den vorweihnachtlichen Vorbereitungen kommt. Klar geht heute auch vieles online, aber was wäre das Geschenke kaufen ohne überfüllte Läden, lange Schlangen und Warten? Es sind die Klassiker, die sich jedes Jahr aufs Neue bewähren. Auch 2016 sind Bücher der Renner unterm Weihnachtsbaum. Für den Einzelhandel ist der Weihnachtszirkus vor allem positiver Stress. Einmal im Jahr wird man richtig gebraucht und ich sag mal, wenn man jemanden zufriedenstellen kann und er geht noch lächelnd aus dem Laden, weil das Geschenk noch verpackt wird, das machen wir hier auch kostenfrei, ist das einfach großartig. Man spricht schneller, man läuft schneller, das Telefon bimmelt, wir packen mehr ein. Wir haben zusätzliche Kräfte engagiert, die eben auch uns beim Einpacken mithelfen. Wir versuchen eben einfach für alle da zu sein. 19% des Jahresumsatzes macht der Einzelhandel mit dem Weihnachtsgeschäft. Dabei gibt ein jeder von uns im Schnitt 470 Euro für Geschenke aus. Tendenz steigend. Aber irgendwann sind alle Vorbereitungen erledigt und die Freude aufs Fest steigt. Also, dass man dann alle zusammen sitzt und isst und nett beieinander ist, das ist so das Schönste eigentlich. Die Freude insbesondere von Kindern unter dem Weihnachtsbaum, wenn die Augen leuchten oder wenn man halt mit seinen Geschenken Freude macht. Das ist eigentlich die größte Entschädigung, die man dann hat. Und spätestens dann sollte es gemütlich werden und der Stress allmählich nachlassen. So sollte das ja auch sein, oder? Entspannt die Weihnachtsfeiertage verbringen und feiern. An der Medizinischen Hochschule Hannover, da hat Professor Kai Kahl mit den Menschen zu tun, die alles andere als ausgeglichen sind. Seine Patienten sind völlig überlastet. Damit Stress eben nicht zur Krankheit wird, haben wir ihn um Tipps gebeten für diese Zeit. Jana Heinrich hat sich mit ihm unterhalten. Herr Professor Dr. Kahl, Weihnachten rückt immer näher. Plötzlich muss noch ganz, ganz viel erledigt werden. Inwieweit führt das denn bei den Menschen auch zu innerlichem Stress oder vielleicht sogar zu einem erhöhten Puls? Das führt tatsächlich zu erheblichem Stress und tatsächlich sind gegenwärtig die sozialen Foren voll mit Weihnachtsstress, Weihnachtsburnout und so weiter. Und ich habe sogar schon gesehen, dass einige Reiseanbieter und Klinikbetreiber dem Weihnachtsstress ein Ende machen wollen, indem sie spezielle Angebote für diese Zeit haben. Also an der Sache ist was dran. Das ist ja dann hoffentlich aber auch nur von kurzer Dauer. Aber wann und inwiefern macht denn Stress wirklich krank? Da geben Sie genau das richtige Stichwort. Kurzdauernder Stress, das können wir alle ab. Also so ist unser Körper gebaut und unser Gehirn auch. Aber langdauernder Stress, da wissen wir tatsächlich aus sehr, sehr vielen Studien, dass die kardiovaskulären Risiken steigen, aber auch die Risiken, psychische Probleme zu bekommen. Ja, wenn ich das Familienfest jetzt bei mir zu Hause ausrichte, dann kommen ja noch sehr, sehr viel mehr Aufgaben auf mich zu. Was kann ich denn machen, damit ich mich selbst nicht so sehr unter Druck setze? Das Ganze soll ja doch noch irgendwie Spaß machen. Ja, das würde ich beinahe selber auch ganz gerne wissen. Nein, im Ernst. Man kann versuchen, sich ein bisschen von diesem Perfektionismus zu lösen. Weihnachten ist ja häufig geprägt von einer Atmosphäre, wo man es allen recht macht. Und wenn man es da schafft, wieder etwas mehr den Genuss in den Vordergrund zu stellen und sich ein bisschen davon verabschiedet, dass man nun allen es wirklich recht gemacht hat, damit wäre schon viel gewonnen. Was raten Sie denn den Menschen, die schon in der Vorweihnachtszeit, also schon weit vor dem ersten Advent, schon Stress bekommen, weil sie nicht die passenden Geschenke finden oder gar nicht wissen, was sie alles einkaufen sollen? Das ist eine sehr gute Frage. Was wir tatsächlich raten, ist, dass man sich vielleicht nicht nur mit seinen eigenen Problemen aufhält, sondern auch mal an die denkt, die weniger haben, die keine Angehörigen haben, die nicht das Geld haben, die unter ganz unwürdigen Bedingungen möglicherweise leben. Dass man sich also genau mit denen vergleicht, für die Weihnachten kein schönes Fest ist, weil sie es auch mit niemand feiern können. Das kann manchmal helfen, die Gegenwart besser zu ertragen. Professor Dr. Kahl, vielen Dank für das Gespräch.